kurz und knapp, Döner-Ranking geht weiter. Heute mal angelehnt auf Spand, heute angelehnt auf Dönerläden, die keiner kennt. Wir sind unterwegs hier in der Stadt, gerade sind wir in Schöneberg. Und wir schauen mal. Wir gucken hier einfach mal aus dem Fenster, machen ein bisschen Window-Shopping hier und gucken, welcher Dönerladen uns gefällt. Hier sind wir gerade. Ich glaube, da vorne ist Hissa. Da gehen wir nicht hin, da war schon jeder. Deswegen, wir schauen mal einfach, was wir halt noch nicht kennen. Ne? Was uns auch mal selbst überrascht und vielleicht ist ja da irgendwie eine Perle mit dabei. Ja, genau hier hinter uns ist jetzt Hissa, aber jeder YouTuber geht da 10, 15, 30 Mal hin und jeder, ich weiß schon, was passiert. Ne? Und ob der eine da nun einen Punkt mehr oder weniger gibt, ist doch am Ende des Tages, ja, das ist langweilig. Wir brauchen neue Edelsteine hier aus Berlin und auch anderen Städten, wie gesagt. Deswegen, wir gucken mal einfach, was anspricht, was sieht gut aus von außen und da schreit der Paddy einfach an und sagt, stopp! Und dann gehen wir da rein. Ne? So machen wir das. Hast du Hunger? Ja, wir waren ja schon davor. Wir waren ja gerade schon Döner essen. Ja, mit ein bisschen Pause dazwischen kriegen wir das schon geregelt. Da kriege ich schon noch was runter. Genau. Wir gehen mal kurz was einkaufen und dann, naja, gut. Wenn auf dem Weg uns schon einer anspricht, dann ist er am Arsch. Ansonsten kann er noch ein bisschen verdauen. Wir schauen mal. Ich hab Bock. Ja, ey, wir hatten gerade die Idee. Hier ist Pallerstraße, einer der berühmtesten Gebäude Berlins, auch gerade aus der Rap-Geschichte. Und hier ist der Pascha-Grill. Sozusagen, ja, der Blockdöner hier aus diesem Gebäude. Und wir testen ihn einfach mal. Holzkohlengrill, Fisch, Fleisch. Haben die da überhaupt Döner? Das ist die Frage. Das checken wir jetzt ab. So, wir suchen Parkplatz und dann geht es los hier. Der Blockdöner. Angelehnt wiederum auf alte Ghetto-Folgen. Siehst du, es geht hier weiter, Freunde. Es ist nostalgisch. Jetzt hoffen wir nur, dass der einen Döner hat. Aber ich glaube, das ist das Spannende auch hier an der ganzen Sache. Man sieht was, guckt rein. Haben sie was, haben sie nichts? Wie sieht das aus? Scheiße, gut. Ne? Das macht die ganze Sache ein bisschen spannender hier. Boah, jetzt müssen die nur noch Döner haben. Hinter uns der Block bei dir, Pascha Grill. Haben die Döner? Nein. Kein Döner? Nein. Kein Döner. Abi, habt ihr Döner? Kein Döner. Schade. Okay. Ja, das macht das Format aus. Weiter geht's. Ja, Freunde, was soll's? Wieder rein ins Auto und wir fahren weiter. Wir sind jetzt hier Gleisberg in Schöneberg und testen jetzt einfach hier, haben die Baba. Da sind wir gerade vorbeigefahren. Imren kennen wir schon alle, haben die Baba. Ich glaube, hier gleich. Checken wir mal ab. Freunde, angelehnt auf die anderen Folgen hier, wegen dem Private-Zeug und so. Genau da, in der Nummer 10, habe ich gewohnt. Hier, Hauptstraße, Gleispark. Und da ist Hamdi Baba. Wie lange habe ich hier gewohnt? Boah, locker 3 Jahre. Also, Blocki war auch mal kurzweilig ein Schöneberger Jung. Ja, also hast du eine Verdauungszeit gehabt von circa höchstens 10 Minuten, wa? Es hat gereicht erstmal, um jetzt noch eine Kleinigkeit runterzukriegen, auf jeden Fall. Okay. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Genau. Ich habe auf jeden Fall gerade eine China-Lampe erwartet. Mich hat eine China-Lampe erwartet. Ja, so, wir sind da. Wir haben das beste Wetter heute ausgesucht. Hier. Bei Hamdi Baba. Rein hier. Komm. So, Taschen, Leute. Ich grüße euch. Wir würden gerne euren leckeren Döner probieren. Ja? 2 Stück bitte. Selbstgemachtes Brot. Nehmen wir auf jeden Fall. Dankeschön. So, wie ihr seht, ihr könnt ja auswählen zwischen Hausbrot und normalem Fladenbrot. Abi, was empfiehlst du? Natürlich das Hausbrot, oder? Ja, richtig. Ja. Okay. Aber es schmeckt ein bisschen anders. Wie bitte? Es schmeckt ein bisschen anders. Gibt's Hamdi Baba nicht mehrmals in Berlin? Doch, wir sind hier bei meinem Wedding, einmal im Tempelhof und jetzt in Schöneberg. Ah, okay, okay. Und schmeckt überall gleich, würdest du sagen? Komm drauf an, ist alles nicht gleich. Schmeckt nicht überall gleich? Nein, nein. Hier Schöneberg ist der Beste, sagst du? Hier schmeckt am besten, ja. Okay, welche Soße, Abi, soll ich nehmen? Was sagst du? Kräuter oder ein bisschen Hamdi-Baba-Soße. Hamdi-Baba-Soße? Was ist so besonders an der Hamdi-Baba-Soße? Die schmeckt so tomatisch, fruchtig, so lecker. Ah, okay, bin gespannt. Warte mal, mein Bruder. Dem muss man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie möchtest du denn Döner? Ich nehme das auch mit dieser Soße und ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch. Haben die in den anderen Läden auch die Hamdi Baba Soße oder warum schmeckt sie am besten?
die schmecken unterschiedlich einfach. Die schmecken nicht alle gleich. Alles gleiche Filialen, aber welche Namen, aber schmecken nicht gleich. Aber normalerweise, wenn man ein Franchise-Unternehmen hat, muss eigentlich überall gleich schmecken, oder? Genau. Du hast ja bei uns schon mehrere Läden ausprobiert, so wie Hakiki und so. Schmecken die überall gleich? Hakiki? Boah, ich will mir das nicht anmaßen, weil die Abstände waren zu groß. Ja, weißt du, also Osloer Straße ist für mich immer so dieser Ursprungs-Hakiki. Ja. Oder nicht? Genau, für mich auch Osloer Straße Nummer 1. Ja. Guck mal, hier ist der Fall. Ich zeige euch das mal ganz, ganz kurz. Schaut mal, hier wird das frische Brot gemacht. Das ist natürlich top. Und das ist das, was ich in der letzten Folge meinte. Hier sieht man halt, wie schön frisch der Salat ist. Und hier will ich halt alles haben. Ne? Hier kannst du eigentlich auf nichts verzichten. Wie schön sind die Gurken hier. Wie lecker sehen die Tomaten aus. Wie hauchdünn ist hier der Salat. Und gerade dieser schön gewürfelte, feine Brotkohl und diese perlweißen Zwiebeln, die braucht man. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dankeschön. So, hier mein Bruder, lass es dir schmecken. Also Fleisch probiert, schmeckt sehr gut. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Auf hin. Los geht's. Ja, so sieht der Kumpel aus. Erstmal wie ein schöner Berliner Döner. Ich finde, oben kann man das noch gar nicht so sagen, wa? Bei dem Döner. Warte mal noch die Soße und alles. Ja, wa? Na, dann hau mal rein. Brot ist geil, wa? Ja, Mann. Wirklich sehr lecker. Vor allen Dingen, der ist gut zu essen. Ich mag das immer. Du hast hier draußen so diese Mehlschicht dran. Ne? Schöne hausgemachte Art und Weise. Fällt nicht viel raus. Schön handlich. Das ist geil. Ja, diese Hamdi-Baba-Soße ist diese orangefarbene, ja. Tomatige. Was sagst du zu der Hamdi-Baba-Soße? Fruchtig. Ne? Ja, ist lecker, ja. Mhm. Mal was anderes auf jeden Fall. Ja. Also diese Standardsoße. Weißt du, wonach die schmeckt? Nach so einer Tomatensahnesoße, genau. Vom Italiener. Genau, so ein bisschen. Wenn du so Rigatonis hast mit so einer Tomatensahnesoße und Käse überbacken. Das ist ja dieser Flavor, ist das. Ja, irgendwie schon. Das ist so ein Döner mit dieser Geschmack, der gibt so ein Suchtgefühl. Also man will weiter essen. Ich bin voll, ich kann nicht mehr, aber... Ja, du hast eigentlich gesagt, ich esse nur einen halben, aber ja, du haust auf jeden Fall rein. Aber jetzt reicht es. Also ja. Und Soßen bekommt ihr hier nicht nur Knoblauch, Kräuter, Schaf, sondern wie gesagt, auch die Hamdi-Baba-Soße, eine Exotik-Soße, eine Sesamsoße, eine Curry-Soße und so weiter und so fort. So, hier haben wir bezahlt 22,50 für drei Döner, zwei Getränke, also etwas billiger als davor. Hier kostet ein Döner 6 Euro, richtig. Ja, und hier die Hall of Fame von den Leuten, die schon mal da waren. Auch nur Menschen, ne? Wie du und ich, mein Bruder. Jetzt gibt es noch einen Döner für die Frau zu Hause. Ah, das sieht schon so richtig aus wie ein Original-Berliner Döner, ne? So muss das aussehen. Nicht zu weiß, nicht zu schwarz, nicht zu knusprig, nicht zu dunkel. Ne? Schön medium-braun. Medium-braun, genau. Schmeckt richtig saftig. Schmeckt richtig saftig. Genau. Ja, ja, nicht zu trocken. Genau. Medium rare. Ja, das sieht auf jeden Fall saftig aus. Genauso wie bei mir, wenig. Aber ich habe eine Frage an dich. Würde dich mal deine Exotiksoße kosten? Ja, einfach mal für unsere Zuschauer. Was heißt Exotiksoße? Mango-Soße. Ich kenne nur Fanta-Exotik, deswegen. Okay, eine Mango-Soße. Und Curry-Soße habt ihr auch noch. Wir testen die mal zusammen. Wenn die schon sowas Besonderes wie eine Hamdi-Baba-Soße haben, müssen wir die anderen beiden auch einmal kosten. Nur so ein bisschen einmal zum Kosten für unsere Zuschauer. Ja, wir nehmen den Laden jetzt hier auseinander komplett. Ich muss ja wissen, was gehen wir für eine Bewertung ab. Zeig mal. Das ist die Mango-Soße? Mango-Soße, Freunde. Mhm. Okay. Mango ganz leicht hinten, ne? Genau. Eher eine Kräutersoße, finde ich. Oh ja. Curry-Soße ist richtig lecker. Richtig lecker, ja. Nächstes Mal würde ich noch die Curry-Soße nehmen. Also wenn ich nochmal hier wäre. Dankeschön für die Frau zu Hause. Sesamsoße würde ich auch noch probieren. Probieren wir auch noch. Die Curry-Soße war lecker. Mach mal hier rauf, genau. Warte. Oh, mach. Probieren wir auch noch. Mhm. Oh. Also meine Empfehlung, ich habe es jetzt nicht im Döner probiert, aber nächstes Mal, wenn ich herkomme, haben die Baba mit Curry gemischt. Da habt ihr was Besonderes, glaube ich. Dankeschön, Abi, ja? Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. So. Ist kein Panzer, wa? Digga, ich bin so voll, Alter. Ja, was würdest du jetzt sagen? Ich würde dem Ganzen... Was sagst du?
Du sagst vorhin 7 Punkte für den Japrak-Spieß. Mhm. Dem gebe ich hier wirklich, weil es einfach so das Fleisch ist, was ich mag. Der kriegt von mir auch, ich sag mal so, 8 Punkte. Hat ja, mir gut geschmeckt. Ich würde sagen, eine 8,5. Hausbrot war super, Salat war frisch. Das Hausbrot war auch. Die haben die Babasoße, finde ich, einmal so zwischendurch ganz geil. Ich bräuchte sie aber nicht jeden Tag auf dem Döner. Nee. Zu tomatisch. Zu tomatisch. Ist so, lecker. Ist nicht so meins. Aber es halt so ein bisschen so ein italienisches Gericht hast du irgendwie drin. Genau, wenn ich es jeden Tag in dem Döner hätte und hier wohnen würde, würde es mir mal auf den Sack gehen. Absolut. Aber dafür hast du ja noch andere Soßen. Ne? Vielfalt. Sesam. Aber so war geil. Ja. War gut, kann man nicht falsch machen. Stabile 8,5 Punkte. Das über den Wert. Brot hat mir gefallen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Top-Töner. 8,5, damit auf Platz 1 und Kokoric auf Platz 2. Ne? Waren ja erst in zwei Läden. Dings hier abgelöst jetzt, ja. Genau, aber es geht weiter, Freunde. Ja, vielen Dank, das war eine neue Folge, WWBeef und so weiter und so fort. Tschüssi, ne? Sehr gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao. Haut rein.